So, und da vorne sind wir. Bei Embra Otto Caporta. Hoppa! Warte mal. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Aa, iyiyim. Türkçeyi çözmüşsün. Çok mutluyum. Çok. Anahtar. Aldım. So, wir sind natürlich wieder bei unserem Embra Usta. Der soll das Auto hier komplett lackieren, wie schon mein Cayenne und auch meine S-Klasse. Im März waren wir hier. Und da besprechen wir jetzt mal alles mit ihm. Vor allen Dingen muss er uns noch einen geilen Dejeme-Kontakt, einen geilen Kontakt für einen Sattler geben. Und zwar der Sattler, bei dem ich letztes Mal im März gesattelt habe, der ist jetzt ein bisschen durchgedreht und auf einmal ein bisschen abgehoben. Der nimmt unglaubliche Preise und oder macht erst gar nichts für Deutsch-Türken oder Deutsche allgemein. Und deswegen müssen wir uns einen neuen Sattler suchen. Ich war sehr, sehr happy mit dem, weil mir die Qualität echt gut gepasst hat. Jetzt darum zu experimentieren, habe ich keinen Bock, aber wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Und da haben wir noch gar keinen richtigen Kontakt, da müssen wir jetzt noch was herausfinden. Natürlich startet der Tag in der Türkei mit einer Magic. Wir frühstücken gerade erstmal schön. Falls ihr mehr von Lifestyle und Essenscontent sehen wollt, geht mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung auf unseren zweiten Account, Leon Moody. Und da könnt ihr noch mehr Essenseinblicke sehen, weil hier auf dem Hauptaccount wollen wir natürlich größtenteils den Autocontent behalten. So, checkt das gerne mal aus. Kanal kostenlos abonnieren. Wir löffeln die Suppe hier auf und dann geht's weiter bei Emre. Natürlich in der Türkei üblich, wir setzen uns erstmal hin, trinken den Scheiß. Wir machen erstmal einen kleinen Schlachtplan, weil Lukas und ich gleichzeitig bei Emra lackieren lassen wollen. Zusätzlich wollen wir aber auch noch beide Sattelarbeiten und Lukas auch noch Technikarbeiten am Motor machen lassen, damit er wieder ordentlich nach Hause kommt. Und dabei kommen sogar auch noch ganz neue Informationen ans Tageslicht. Wie doch ist er? Ja, jetzt nimm mal die Kamera, ich hab... Der Özhan? Ja. Soll jetzt hierher kommen? Der Özhan. Der Özhan. Okay. Ne? Er soll hierher kommen und Angebot machen? Ich war super happy und zufrieden mit dem. Und was ist jetzt mit Özhan? Macht er jetzt noch was? Macht er nichts? Habe ich nicht verstanden. Also Özhan macht wohl doch jetzt wieder weiter mit. Okay. Özhan hat jetzt gerade zurückgerufen und dann wird er jetzt wahrscheinlich gleich herkommen. Die Farbe verrate ich euch jetzt erstmal noch nicht. Ich kann euch nur sagen, dass es eine BMW-Farbe wird. Also das ist auf jeden Fall eine ganz witzige Geschichte. Im Anschluss hat Lukas nochmal komplett sein 190er mit Emrach durchgesprochen. Und da an so einem Oldtimer ist dann doch nochmal ein bisschen mehr Karosseriearbeit und nochmal ein bisschen mehr zu besprechen, wie bei mir am SL. Und dann kommen wir zu diesem wunderschönen R129, tatsächlich der Vorgänger vor meinem SL. Und zu diesem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, was der Besitzer mir noch für einen riesen Gefallen tun muss. Das ist hier wohl der Wagen von Marcel Sommer aus Kassel. Der hat einfach mal auf eigene Faust ist er losgegangen, hierher gefahren zu Emra und hat sein Auto hier lackieren lassen. Ich sag euch ganz ehrlich, Leute, ich würde euch das nicht empfehlen, wenn ihr kein Wort Türkisch könnt, dass ihr hier runterfahrt und so eine Geschichte macht. Also ich bin mal sehr gespannt, was hier noch wie passiert. Richtig, richtig schönes Blau. Und ich konnte jetzt noch nicht erfragen, ob das ist auch von dem Deutschen. Kann ich hier an der Plakette sehen. Tak, tak. Und der kriegt auch eben eine Komplettlackierung mit Komplett-Innenraum. Also die restaurieren hier die Kisten einmal komplett in der Türkei. Und der oder der Wagen soll wohl auch mit Armaturenbrett bekommen. Das möchte ich nämlich auch machen. Dieses komplette Teil hier hinten möchte ich neu beledern lassen, weil ich die Farbe halt ändern möchte. Und das Armaturenbrett muss raus, weil ich halt auch das Armaturenbrett neu beledern lassen möchte. Wow, das wird eine riesen Aufgabe. Da ist die Komplettlackierung von außen ja wahrscheinlich noch das geringste. So wie ich es mir schon gedacht habe, werde ich damit heute auch noch die größten Kopfschmerzen haben. Lukas hat noch einen Spoiler mitgebracht. Ach, guck mal, der hat den Schmuggel nicht ganz überstanden. Guck mal. Ei. Ich mach da ein bisschen Spachtel drauf, das ist kein Problem, glaube ich, oder? Ey, das sieht voll gut aus. Ich wollte tatsächlich noch so einen riesen Spoiler kaufen. Ich habe ihn aber leider nicht bekommen. Boyutu bir kare daha yüksek evet. Olmuş olsa daha güzel. Wenn er noch ein bisschen höher wäre, wäre wenn wirklich nicht schlecht. Ja. Aber das Abgasrohre musst du unbedingt ändern. Ah! Emre, Allah aşkına, şunu değiştirmeseler, bu ne ya? Böyle yazmaz, o er sich kaputt lacht hatta. Oh nein! Das ist wie bei dem Audi R8, so ein Rohr brauchst du nur. Ah, das ist eine gute Idee. Hat auch einer geschrieben in die Kommentare. Genau. RS6, die haben ein großes Ovales. Das ist identisch halt, ne? Oha!
Abi bu arabayı yapıştırmış da gelmiş. Oha! Hat aber gehalten, ne? Hast aber gut geklebt. Yolda düşmemiş. Was? Oder süratli yerlere iyi düşmemiş. Hier ist eigentlich festgeschraubt. Oha! Ey, das ist die Stunde. Das hast du, du hast was verloren, Alter. Zwei Sachen hat du alles verloren. Ja. Das wäre die Oberkrönung. Lava! Das halbe Bodykit. Auf einmal fliegt die Echtstoß durch die Gegend. Du hast eh das halbe Bodykit in Bulgarien schon verloren, Alter. Alter! Okay, kann er mir so einen besorgen hier? Guck mal, ich wollte schon in Deutschland einkaufen. Nein, der ist komplett kaputt. Sag ihm das. Jetzt ist er gerade komplett gebrochen. Aber ich glaube, der ist auch geklebt, kann das sein? Nein, der war schon dolle kaputt. Sag ihm mal, ich wollte schon einen neuen kaufen. Bulduk diyor, kırılmıştı. Abi çat da vardı diyor. Şimdi tamam mı? Bir de şu bağlantıyı lan kaldı. Yok, yine alabilir miyim burada? Var mı diyor. Burada zor mu? Şuraya kadar. Wirklich jetzt? Tamir ettirin lan. So, der Abschlepper kommt jetzt tatsächlich zu diesem SL hier. Der Wagen geht jetzt zum Ösern, zum komplett Satteln, Innenraum, Armaturenbrett, Kofferraum, Teppich. Weiß der Kuckuck, was hat er gerade gesagt? Oh, das kann... Hast du mal auf dem Tacho geguckt? Da steht 50.000 auf dem Tacho. Was ist? Das muss ja hier schon Facelift mit M113 sein. Ist M113, hörst du da irgendwo? Muss, oder? Ja. Wo geht der jetzt hin? Zum Durchschnitt zu Ösern. Ach so, jetzt fängt er damit an. Ja, siehst du, Innenraum ist noch komplett. Der gleiche Typ wie letztes Mal. Das ist der gleiche Typ. Wir gehen leer, aber in Essen. Hier ist der Lasse. Ich kriege die ganze Hexenstange jetzt los, Alter. Du hast wirklich Sachen verloren, das haben wir nicht ohne Spaß gesagt, das war wirklich so. Die Jungs sagen zu mir die ganze Zeit, ich verliere Schrauben, ich verliere irgendwelche Teile. Ja. Ich habe immer nie was gesehen. Wo du einmal so richtig krass durchbeschleunigt hast, ja. Wo du deine 5 Minuten mal wieder hattest. Ja. Ne? Da ist, ich weiß nicht, was da jetzt weggeflogen ist, das sah aus wie so gefühlt 100 Clips auf einmal. Ich weiß nicht, anpressen kann auch. Nee, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, das ist ja alles nur GFK. Und das war alles schon so ein bisschen, du schraubst die Schrauben einfach nur ins GFK, dass das GFK da gebrochen ist. So. Das werden wir gleich alles herausfinden. Wir hatten ja auch einmal eine Schraube im Innenraum liegen. Eine Schraube lag, ja, im Innenraum lag auch mal eine. Marcel Sommer, Junge. Der schockt mich immer noch, der Macker. Junge, wie geht das denn? Der hat ja die übelsten Kochonnes. Keiner konnte sich zu diesem Zeitpunkt ausmalen, was das hier gerade für eine krasse Situation ist und warum wir später sogar nochmal mit Marcel Sommer in Kontakt treten werden. Lass liegen! Wir stellen unsere beiden Autos jetzt rein und die werden nicht so ganz normal hier aus der Halle wieder herauskommen. Und unsere Komplettlackierung in der Türkei startet genau jetzt. Wieder alles komplett auseinanderbauen. Wir haben das Bodykit ja neulich erst angebracht. Jetzt muss ja aber sogar noch mehr abgebaut werden. Außenspiegel und komplett alle Zierleisten. Emma und ich haben die ganze Zeit zusammengearbeitet und alles zusammen gemacht. Aber irgendwie konnte ich ihn in einer Situation dann überhaupt nicht verstehen. Die Lampe im Inneren explodiert. Wir werden sie es ändern. Ist das nur so viel Folter? Ist das schwierig? Nein, easy. Hä? Die Übersetzung ist richtig für den Arsch. Müssen wir so viele Pakete demontieren, um die Glühbirnen zu wechseln? Ach so, ja. Er wollte nur fragen, man muss extra das hier rausnehmen, um halt eine Lampe zu tauschen, wenn hier oben die Lampe kaputt geht. Die Übersetzung hat gesagt, leiden Sie, ja, jetzt macht Sinn, leiden Sie so sehr, wenn eine Glühbirne explodiert. Also, wenn eine Glühbirne kaputt geht, leiden Sie dann. Ja, dann musst du dieses ganze Ding hier ausbauen. Weil hier halt durch dieses Cabrio-Verdeck ist hier so ein riesen Halter und du musst halt diesen Teppich hier drunter bekommen. Jetzt, nachdem ich das schon dreimal gemacht habe und weiß, wo man wie hebeln muss, geht es besser. Und ich glaube, ich habe den Teppich auch schon ein bisschen ausgeleiert. Mit Teamwork kommen wir super gut, super schnell voran und das Kribbeln ist wieder da. 3.500 Kilometer von zu Hause baut man sein Auto komplett auseinander, dass es so aussieht. Aber wir fühlen uns ja mittlerweile hier sehr wohl. Aber die Jungs geben mir auch ganz schön Gas. Guck mal, was Emma da schon gemacht hat hier. Schön gesehen, das Vollgas. Ganz schön Front auseinander, Tür schon raus. Jetzt die nächste. Ich bin mal gespannt, wie wir mit der Zeit hinkommen und wann wie beide Autos fertig sind. Es gibt eventuell die Option, dass wir nicht zusammen zurückfahren, weil gleich wird mir der Dejeme, der Sattler, ein bisschen mit seinem Terminplan einen Strich durch die Rechnung machen. Hier bauen wir erst aber gerade mal alles ab und selbst Carina hilft uns dabei. Oh, hier geht's aber auch gut voran. Ach, du bist gar nicht. Ich dachte, du bist Lukas. Ich hab dich gerade mit Emma verwechselt. Hier geht's aber auch gut voran, oder? Muss, ne? So ein 190 auseinanderzunehmen ist ja recht simpel. Einfach. Das Geilste war, ich habe mich gewundert, warum die Zentralverriegelung nicht ging. Es lag ja einfach so drinnen.
Carina hat mir Schlappen aus der Wohnung mitgebracht und wir stehen wieder in der Türkei, in Adana, im Sana'i, zwischen den ganz normalen Leuten. Hier läuft die ganze Zeit die übelst wildeste Musik. Stehen wir hier wieder und lackieren unser Auto. Das Gefühl ist wieder da. Das Gefühl ist wieder das gleiche. Es ist schön warm, es ist nicht zu warm. Und du bist auch ein bisschen mit, wa? Ein bisschen. Nicht nur die Videos schneidet sie und macht im Hintergrund was? Die Schrauben kann ich auch rausdrehen. Jawohl. Erstmal einen schönen Chai, ne? Voila. Mit dem freshen Jeans-Outfit hier, ey. Ja. Ist das der Dünnebild? Özhan. Ah, Özhan! Es geht natürlich, zeig mal die Uhrzeit. Er wollte 2:30 kommen. Ja. 16:30. Oh, da war ich gerade. Merhaba. Nasılsın? Sen nasılsın? İyiyim. Hoş geldiniz. Der Özhan, ich habe ihm im März gesagt, dass ich im November komme, dass er sich warm anziehen soll. Im November plane ich wieder zu dir zu kommen und ein Auto bei dir zu machen. Yine görüşürüz. Hayırlı olsun. Ich warte, sei im November hier, wir sehen uns wieder. Evet, eine. Eine. Er sagt, komm vorbei im November, da gab es doch ein paar irgendwie Komplikationen, irgendwie wollte der dann mit Leuten nichts mehr zu tun haben. Und jetzt hieß es aber doch gerade, er will sich das nochmal angucken und einen Preis machen. Der Preis wird jetzt ein bisschen heftig werden, weil er wahrscheinlich keinen Bock auf uns hat. Wir machen mal Freestyle ein bisschen. Genau, und Lukas will den Innenraum nicht komplett ändern, sondern er will nur sowas wie hier zum Beispiel reparieren, neu kleben. Der Dachhimmel hängt irgendwie ganz klein ein bisschen. Und dafür ist er jetzt da und das besprechen wir jetzt mit ihm. More? Tre. Komplett? More? Tre. 15 gün o desek. 15 gün o desek. 15 gün? Also 15? 15 Tage? Hast du so richtig darüber freuen, tut er sich jetzt nicht, ne? Und genau, Muri geht jetzt nicht ans Telefon. Wenn es halt um Preise geht, um Zeit geht, die wir nicht mit der Translator-App so richtig geil übersetzen kriegen. Also der Muri telefoniert jetzt gerade mit ihm. So einen Preis zu verhandeln über Telefon ist aber doof. Ich denke mal, wir werden jetzt erstmal, er soll eine Zeit sagen, weil er sagt, das dauert natürlich arschlange. Kann ich verstehen, ist natürlich klar, ist ein kompletter Innenraum. Letztes Mal haben wir nur Sitze und ein bisschen Türpappen gemacht. Jetzt wollen wir die komplette Türpappe, diese halbe Rückbank, ne, das was es ist, die gesamte Armaturenbrett, dafür muss das Armaturenbrett ausgebaut werden, das dauert natürlich alles. Dafür habe ich aber nicht so doll Angst wie vor dem Preis. Jetzt natürlich doof, so einen Preis per Telefon zu verhandeln. Und dann fahren wir morgen in Persona hin und verhandeln persönlich mit ihm den Preis. Muri Abi! Er sagt, es ist sehr viel Arbeit, also er baut für den anderen Bank 15 Tage, für dich 15 Tage, 30, du musst 30 Tage warten. Weil er noch einen, weil er gerade noch einen hat oder was? Einen Monat. Warum, weil er noch den anderen fertig machen muss oder was? Ja genau, der andere dauert mindestens 15 Tage, hat er gesagt. Ach so, das knallt uns jetzt, weil der blaue gerade, der von dem Marcel gemacht wird. Genau, weil der muss fertig werden und dann hast du noch 15 Tage mit 4K, es kann sogar ein paar Tage länger sein. Und dann kommt dein Auto dran. Das heißt, er kann so oder so den Auftrag nicht machen wegen Zeit. Nein, das ist ein Monat. Er würde machen, aber dein Auto wäre in einem Monat fertig. Ja, na, das geht nicht. Weißt du, dieser was? Der blaue, ja, das Auto wurde ich hier gerade abgeholt, Mann. Heute Morgen. Oder wenn er zurück in Deutschland ist, dann soll er nichts warten. Dann machen wir die unsere Arbeit zuerst. Das wäre cool, das könnte man den Marcel mal fragen, wie der jetzt einen Zeitplan hat. Habt ihr mal seine Nummer? Ich kann Deutsch sprechen, das ist richtig Muri. Nimm mal von Emre die Telefonnummer. Ja. Ruf bitte einmal ganz kurz an, wo der ist, ob er in Deutschland ist, ob er hier ist. Wenn er in Deutschland ist, dann verschieben wir sein Auto. Deswegen, wenn er in Deutschland ist und er darauf warten kann, würde ich ihn auch lieb darum bitten. So, später. Tschüss. Damit steht und fällt das Projekt jetzt. Ja, wahrscheinlich. So, jetzt sag nochmal, wie ihr verblieben seid. Der Plan besteht. Also er wäre damit in Ordnung. Ich rufe den Marcel an. Der Marcel ist wohl wieder schon in Deutschland. Deswegen könnte ich ihn ja fragen, ob der jetzt 2 Wochen in Deutschland länger oder kürzer wartet. Ich hoffe, das sollte kein Problem sein. Und wir sollen morgen mal vorbeikommen. Zu ihm, genau. Und dann schaue ich mir die Farben an, schaue ich mir das Leder an und dann kriegen wir einen Preis. So.
Damit könnten wir auf Ach und Krach die ganze Geschichte noch retten. Wenn der Marcel jetzt sagt, ja, du Leon, kein Problem, ich kann 2 Wochen länger warten. Und wenn nicht, dann müssen wir einen anderen suchen. Das Auto ist ja heute Morgen von hier abgeholt worden, ist zum Sattler gegangen, um gesattelt zu werden. Und der Emre hat ja die Telefonnummer, von dem hole ich mir jetzt die Nummer und dann rufe ich den mal an. Guck mal, der braucht für mich schon eine Woche bleibt. Guck mal, das heißt machen, also wenn hier so die B-Säule neu beledern, den Sitz reparieren, das da hinten nähen und das hier vorne auch neu. Das ist so ein ganz kleines Stückchen im Dach. Ja. Dafür braucht der schon eine Woche. Wundert mich aber. Weil 15 Tage finde ich in Ordnung. Für komplett alles 15 Tage. Das ist für mich dann ja auch schon wieder knapp. Also, das heißt, wir werden definitiv nicht zusammen zurückkommen. Aber warum denn? Bruder, es ist schon der 6. Ja. In 2 Wochen ist der 21. Leute, was machen wir hier? Ich probiere irgendwie einen Termin beim Sattler zu klären, ohne dass wir überhaupt einen Preis haben. Und lasst mich euch sagen, das wird noch unser größtes Problem werden. Zusätzlich noch mit dem Zeitdruck und der gesamten Lackierung. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch irgendwie alles schaffen. Aber was mich jetzt erstmal am meisten interessiert, was sagt der Marcel dazu? Nee, mach das ruhig. Alles gut. Boah, Marcel, du rettest mir richtig den Arsch. Ja, gut, ich meine, ihr macht euren Content, ihr müsst ja auch zeitgleich dann irgendwann wieder zurück. Genau. Jetzt geht das nur auf, weil ich vor dir kommen kann, sozusagen. Dann mach das so, dann mach erstmal dein Auto, dreht eure Videos und ich flieg dann halt nach euch, wenn du fertig bist. Danach 15 Tage. Das ist viel, vielen, vielen Dank. Danke dir, Marcel. Gerne. Tschüss. Viel Spaß. Ciao, ciao. Ah! Boah. Der hat uns den Arsch gerettet. Da mal. Junge, Marcel, vielen, vielen Dank, liebe Grüße an dich. Der Marcel, weil der sowieso in Deutschland ist, sagt er, ob ich jetzt 2 Wochen früher oder später mein Auto bekomme, ist nicht so kriegsentscheidend. Und lässt mich jetzt vor, dass ich morgen beim Sattler anfangen könnte, seinen Slot sozusagen bekomme beim Sattler. Soweit ich weiß, hat er die Erlaubnis gegeben. Tamam. Marcel, geile Rakete. Super, 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 super. Das ist Roadtrip, du weißt nicht, was passiert, du weißt nicht, wie du es lösen kannst, du hast dann irgendwie irgendwelche Ideen und kriegst es dann. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass der Ja gesagt hat. Der Marcel hätte auch sagen können, Diggi, ich habe einen Zeitplan. Ja. Er sagt, er fährt das Auto dieses Jahr sowieso nicht, der darf nur natürlich das Auto drei Monate hier in der Türkei lassen. Das ist aber auch zum Glück kein Problem, er hat es vor 3 Wochen erst gebracht und das ist ja 2 Wochen, ist ja dann mehr als genug Zeit. Das heißt, jetzt kann uns der Dürjem immer noch preistechnisch auseinandernehmen. Auch preistechnisch auseinandernehmen. Das sehen wir dann. Oh. Weil der Marcel zahlt schon eine Stange Geld. Das, was der Marcel zahlt, will ich eigentlich nicht zahlen. Der Marcel lässt aber auch irgendwie das Lenkrad oder irgendwer hat was gesagt. Und nochmal 3 Spezialwünsche hatte der gehabt, warum ich dann doch nochmal hoffe, dass es ein bisschen günstiger wird. Aber das ist schon eine ganz, ganz krasse Nummer. Tarek, aus Franken. Wir stehen hier, kommt rein, Servus. Total, ist es trotzdem ein bayerischer Akzent, wenn du aus Franken kommst? Ja, das kannst du mal. Ist trotzdem, ja, ne? Genau. Der Muri kommt gerade irgendwie nicht an Land. Der hat heute seine Felgen irgendwie abgeholt, gekauft, gemacht, getan. Der ist jetzt gerade noch ein Video drin. Der Embra will Feierabend machen. Alle drumherum haben schon Feierabend gemacht. Es ist schon dunkel mittlerweile. Ich kann mal was zeigen hier. Und der ist mit seinem geilen. Oh, T3. Oh, das wäre was Falsches, sage ich. T3 hier. Du kommst hier von 40 Kilometer auf Jehan. Jehan, ja. Das hat aber nichts mit Jihad zu tun, ja? Nee, gar nicht. Also Leber, Jihad. Das ist eine Fluss. Okay, Jehan, okay. Ja. Und der ist einfach kurz vorbeigekommen, um Hallo zu sagen. Hat auch deutsche Kennzeichen hier drauf. Also, der hat das. Achso, sogar auf Saison angemeldet, wie geil. Ja. Der hat das Auto hier auch komplett lackieren lassen. Wollte jetzt noch den Innenraum machen lassen. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Der kann uns jetzt aber zu Muri fahren. Oder zu seiner Wohnung, wo wir schlafen. Weil wir einen eigenen Schlüssel haben. Und dann treffen wir uns mit Muri da. Junge, wie geil ist das denn hier? Tarek, Junge. So, Opa, entschuldige, Alter. Also, kein Panzer hier, ne? Nein. Kein Panzer. Aber damit bis nach Deutschland zu fahren, ist auch aufregend. Nee, ich fahre bis nach Edirne und dort mit Autoreisezug direkt nach Villach. Was? Autoreisezug? Genau, es gibt Autoreisezug vom Villach aus. Und wo kommst du denn raus? Von Edirne nach Villach. Wo ist denn Villach? Österreich. Ach so. Österreich, ja. Oh geil, das höre ich jetzt zum ersten Mal, Alter. Ja, bei Optima Express heißt das. Okay. Optima Express kostet ein Auto und eine Person um die 700 Euro. Okay. Also ich sage mal, bevor du unterwegs stehen bleibst und Ärger sparen willst, machst das und fertig. 30 Stunden bist du unterwegs, 32 Stunden. Hätte Lukas das gemacht, hätte er auch weniger. Ja, das stimmt. Weil Lukas hätte auf jeden Fall rendiert, glaube ich. Wo fahren wir jetzt? Links? Jawohl. Ich muss da auf jeden Fall raus. Keine Ahnung.
Wir wohnen nur 3 Minuten von hier gefühlt, also alles kein Problem. Ey, du musst hier echt aufpassen mit Motorrädern, ne? Ja, die siehst du schlecht, ne? Jeden Tag, die machen Unfall. Jeden Tag bei uns in Adana. Also, viel wie türkischer Dolmusch. Hadi Allah, hadi! Ey, Tarik, vielen Dank. Jawohl, danke dir, ne? Wir sehen uns. Ciao. Man sieht sich immer zweimal. Hadi doch, hadi weg. Grüß Iris. Pass auf den Hund auf! Ja? Pass auf den Hund auf, sag ich! Sowas erlebt man nur hier. Von einem fremden Typen in so einer Kiste nach Hause fahren lassen. Ey, geil. Richtig geil. Ich sitze hier oben im Chefbüro bei Emra. Das benutzt er gar nicht richtig. Ich habe hier gerade noch mein Video fertig geschnitten. Wir haben schon den nächsten Tag. Wir haben riesengroße Probleme. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das aber alles morgen im nächsten Video. Falls es euch gefallen hat, like das Video gerne, Kanal kostenlos abonnieren und morgen wieder einschalten. Jeden Tag ein Video. Ich bin richtig geknallt. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.